In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein Angelspiel aus Milchtüten basteln könnt. Und so könnte es aussehen. Ihr benötigt leere ausgewaschene Milchtüten, am besten zwischen 3 und 4 Stück, Stoffreste, Stoffschere, Papierschere und Bleistift, Fischschablonen, die findet ihr auf meinem Blog, Büroklammern, gerne in Farben und unterschiedlichen Größen, ein Magnet, eine Heißklebepistole, Schnur und einen Schaschlikspieß oder ein Stück Ast. Ihr zieht an der Milchtüte die bedruckte äußere Schicht ab. Nun legt ihr auf die unbeschichtete Seite eure Schablonen und zeichnet sie ab. Wie groß ihr eure Fische macht, ist euch selbst überlassen. Natürlich könnt ihr diese auch selber malen. Danach alle Fische ausschneiden. Ihr könnt sie auch in einer einheitlichen Größe herstellen oder so, wie es euch lieb ist. Ihr nehmt euch nun einen Fisch und einen Stoffrest und legt sie links auf links, also beide nicht so schönen Seiten, aufeinander. In der Mitte wird jetzt die Büroklammer reingelegt und der Rand außen herum zusammengenäht. Mit einem Geradstich entlang des Fisches zusammennähen. Hier könnt ihr für die gleiche Fischgröße auch die gleichen Stoffreste verwenden, damit beim Spiel nachher die Punktezählung einfacher ist. Wenn ihr über den Anfang darüber näht, müsst ihr nicht verriegeln. Bei den größeren Fischen auch eine größere Büroklammer verwenden, damit man den Fisch später besser angeln kann. Nun die Stoffreste abschneiden und fertig sind die Fische fürs Angelspiel. Nun müsst ihr noch die Angel fertig machen. Ihr nehmt euch ein dünnes Stoff- oder Filzstück und schneidet es etwas größer als euer Magneten zu. Nun den Magneten zusammen mit der Schnur auf dem Filz- oder Stoffstück platzieren und mit dem Heißkleber festkleben. Je nachdem, wie groß oder stark euer Magnet ist, ist er so am Angelspiel befestigt und kann auch für jüngere Kinder benutzt werden. An eurem Schaschlikspieß oder Ast die Schnur festknoten und natürlich auch hier noch mit Kleber fixieren. Fertig ist eure Angel. Wer nicht nähen möchte, kann die Büroklammern auch ganz einfach an den Fischen platzieren. Hier könnt ihr auch verschiedene Farben wählen, die später verschiedene Punkte ergeben. Je nachdem, was für Spielregeln ihr aufstellt. Für das Aquarium auch hier Milchtüten passend zuschneiden und mit Büroklammern an den Rändern befestigen und aufstellen. So ist das Spiel noch ein bisschen anspruchsvoller. Fische darin platzieren und los geht's! Jetzt immer im Wechsel angeln und die Punkte am Schluss zusammenzählen. Und nun viel Spaß beim Kreativwerden und Nachmachen!